What is it about my waist? Does it harm your space? What is it about my body line? Does it harm your shine? It's not my responsibility for others overstepping my boundaries, so I don't feel them anymore. Screaming silently from my core, telling stories that never left my body. Mein Name ist Ulla Müller. Ich bin 84 Jahre alt und natürlich Rentnerin. Bin 64 in die Gewerkschaft eingetreten und 1970 bin ich zur Betriebsratsvorsitzenden gewählt worden. Also eigentlich damals war das unmöglich für eine Gewerkschaft, dass jemand also da mit hohen Hackenschuhen, kurzen Röcken und also ganz elegant ankommt. Und da hat jeder immer gedacht, man hat das gesehen, ja. Also entweder bin ich ein Aushängeschild oder ich bin für die Männer da. So kann man das am besten ausdrücken. Damals von Emanzipation zu reden, ja, und Feminismus, der war eigentlich, das hat man überhaupt nicht gemerkt. Und man hat sich also auch als Frau darüber gar keine Gedanken gemacht. Das waren andere Gedanken. Das war natürlich so zu denken, dass man sagt, jetzt bist du hier von 1000 Männern nur 10 Frauen, da musst du anders handeln und musst dich also versuchen durchzudringen und deinen Weg zu gehen, sonst würde das nie klappen. Es würde nie klappen. Ich bin so, dass ich kein Unrecht sehen kann und dann eingreife aus dem Bauch heraus. Und ich habe mir nie die Butter vom Brot nehmen lassen. Ob da jetzt nur ein großer Mann stand oder eine Frau, das hat mich überhaupt nicht interessiert. Da musstest du Mut haben, sonst wärst du eingegangen. Oder hättest dich auch in eine Ecke verkrochen. Ne? Und da habe ich das erste Mal richtig gelernt, Mut zu haben. Weil also ohne ging es nicht. Don't own me, I'm not just one of your many toys. You don't own me, don't say I can't go with other boys. And don't tell me what to do, don't tell me what to say. And please, when I go out with you, ja, das sind zwei verschiedene Sachen. Das erste sehe ich so, dass es sehr viele Männer gibt, die also mit der Befriedigung der Frau überhaupt nichts zu tun haben. Bei manchen weiß ich nicht, ob die das überhaupt wissen. Oder andere haben kein Interesse, ob doch sie sind befriedigt. So würde ich das als erstes sehen. Und als zweites würde ich sehen, dass man da als Frau, wenn man schon mit einem Mann zusammen ist, unbedingt darüber reden muss. Und wenn er das nicht versteht, hat man nichts verloren. Ja, also im Gegenteil, also leidet man das ganze Leben da vor sich hin, bloß um dem Mann Gefallen zu tun,
Da bin ich also strikt dagegen. Und hier, was die Sexualität anbelangt, unter Frauen oder Männern, wie auch immer, das ist mir, geht an mir vorbei, weil ich das alles als selbstverständlich empfinde. Also da habe ich überhaupt nichts zu meckern. Das ist für mich, die leben mit mir zusammen, genauso wie ich. Ich mache auch, was ich will. Ey. Nein, ich hab meine Lippen nicht für dich geschminkt. Will mir nicht anhören, dass dich das zum Kommen bringt. I don't give a fuck, ist vielleicht zu plakativ. Doch es geht mir auf den Sack, wie du sexualisierst. Ich bin kein Objekt und ich bin nicht deine Bitch. Du willst mansplain, Digga, was ist für ein Witz? Ich würde so gerne ohne Angst nachts durch die Straßen gehen. Essentials in der Tasche, Keys, Handy, Pfefferspray. Ich zahl so viel fürs Uber, wenn ich spät nach Hause will, weil der Park nach 7:30 nicht mehr sicher ist. Fuck, das Taxi kommt, der Fahrer männlich jung und der blickt mit seinen Augen direkt in meinen tiefen Ausschnitt. Sodom und Gomorra, ganz egal wohin wir kommen. Es ist 2:22, Männer lol. Wir waren ja im Gegensatz zu heute viel mehr auf der Straße. Zu unseren Streiks, und manchmal waren die auch nicht erlaubt, diese Streiks, aber wir haben das gemacht. Ja, also wir haben dadurch so viel durchgekämpft, das war dem geschuldet, dass wir alle zusammengehalten haben. Also dass niemand seine eigenen Wege gegangen. Und da kann man was erreichen, da staunt man.